Tokio ist die Stadt mit der höchsten Michelin-Sterndichte der Welt. Das heißt mehr Restaurants mit Sternen als Paris. Auch Katsumasu Saito erhielt 2017 einen Stern für seinen Tantanmen oder Tantanramen, das wir heute endlich in seinem Restaurant Nakiryu probieren werden. Nur wie es so oft ist bei beliebten Restaurants, heißt es zunächst einmal warten. Das, meine Freunde, ist der perfekte Snack, wenn der ganze ist. Einmal in die Hosentasche rein, alle halbe Stunde nimmst du einen raus. Perfekt. Am Abend ist das Magazin leer. Die sind der Vater von Mauern. Die sind geiler als Mauern, ich bin dir ehrlich. Haichu. Gesundheit. We waiting to get in. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Karte und eigentlich könnte man sich schon mal im Vorhinein überlegen, was man möchte. Weil da drin wartet schon die Vending-Maschine auf uns. Und es ist auch sehr, sehr normal, dass man vor allem in Ramen-Shops seine Ramen am Automaten bestellt, oder? Auf jeden Fall. Erst bezahlen. Das ist der Rahmen, für den sie Michelin-Stern haben. Ja. Dann, der soll auch sehr gut sein, der Soy-Sauce. Dann dieses kleine Ticket, den geben und dann kriegst du deine Ramen. Und diese Ramen kann man noch übrigens auch im Supermarkt kaufen. Und da oben sieht man auch noch die ganzen Michelin-Stern-Auszeichnungen auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Das macht auf jeden Fall einen sehr, sehr professionellen und auch einfach sympathischen Eindruck. Einfach ein sympathischer Laden. Das macht nicht den Anschein, als ob wir irgendwas irgendwie auf gezwungen jetzt extravagant oder special oder was auch immer. Alleine dieser Tisch, es stand jedes Bier gleich. Das Bier wurde bewegt von ihm. Das Zeichen immer zu jedem. Es sind so viele Sachen, die einem hier auffallen, wenn er hinten auf diese Metallplatte dieses alte Geschirr, das benutzte Geschirr abstellt. Der stellt es nicht so hin, dass du es hörst. Da hinten, vorsichtig so. Du sollst nicht gestört werden. Du sollst essen und genießen und gehen können. Macht auch einfach Spaß, den Köchen bei der Arbeit zuzusehen. Die Schüsseln, in die zuerst die Tare kommen, das sind, wenn ich das richtig verstanden habe, die Soßen, die dann den Geschmack ausmachen, welche die Brühe bekommt. Entweder Shoyu, Shio oder eben auch Tantan, gefolgt von der Brühe. Und dann sind da auch schon die selbstgemachten Nudeln, die auf seinem Holzbrett liegen, die dann in das Wasser kommen, gekocht werden und anschließend in die bereits vorbereitete Brühe, die wir eben gesehen haben, gegeben werden und die Ramen sind fertig. In Japan gibt es so eine ungeschriebene Regel. Bei den älteren Leuten ist es so, was heißt älter, ihr seid nicht alt, aber ihr seid ein bisschen älter als ich. Deswegen müsste ich das Bier jetzt dir einschenken quasi. Also ich nehme mir das Bier so und dann, du kannst es auch, manchmal hält man das auch so schräg, aber... Wunderschön. Genau, weil er ist quasi mein Senpai, ne? der über mir steht sozusagen. Das heißt jetzt, du musst dein Leben lang für mich dann das Bier einschenken, wenn wir in Japan sind. Wow. Du hast einfach alles hier, ja? Wenn die Stäbchen mal runterfallen, du hast, was du brauchst. Ja, bitte sehr. Wow, 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 was für ein schöner Tisch. Du hast einfach Bock, den Ramen zu essen. Mehr kann ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Wir haben vor mir stehend das Shoyu-Ramen, welches ein mit Sojasauce gewürztes Ramen ist. In der Suppe ist auch nicht viel drin. Das ist die Shoyu-Brühe, das sind die Ramen, also die Nudeln selbst, das Chashu, eine Scheibe Pork und das Ei. Das war's. Und wir haben natürlich den Superstar heute. Das mit einem Michelin-Stern gekrönte Tantanmen. Eine Speise, die angelehnt an die chinesischen Dandan-Nudeln aus Sichuan ist. Zubereitet mit selbstgemachter Sesampaste und Chiliöl. Getoppt mit gehacktem Schweinefleisch, einem eingelegten Ei und Jungzwiebeln. In dieses Restaurant kannst du deine teuren T-Shirts tragen, ja? Deine teuren weißen T-Shirts, weil denen passiert nichts. In Japan sagt man Itadakimasu. Guten Appetit. Itadakimasu, genau. Itadakimasu. Let's go. Also richtig angenehme Schärfe und wirklich, es schmeckt so reichhaltig irgendwie. Ja, es schmeckt einfach scharf und kräftig. Scharf und kräftig, genau. Meine schmeckt einfach wie die sauberste Shoyu-Brühe, die ich jemals probiert habe. Es schmeckt so klar und fein. Du schmeckst gefühlt das Öl getrennt von der Brühe. Es schmeckt irgendwo schön salzig, sojasoßig, aber auch irgendwo so nussig. Man sieht auch, dass meine Nudeln etwas dicker sind als die von... Ich merke bei mir, in der Nudel ist auch schon diese Suppe drin, so richtig. Das ist so das Geile. Mhm. Die haben die Brücke zwischen Nudel und Brühe perfektioniert. Das ist hier so, wie es sein soll einfach.
Du hast diesen kauigen Kern der Nudel, der so al dente-Style, bisschen chewy ist. Und der äußere Kern ist so, der Nudel, ist schon so vollgesaugt mit der Soße. Da steckt der Flavor der Soße rein. Ja, also, und du die Brühe über die Nudel in deinen Mund transportierst. So perfekt einfach. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, nehmt nicht so viele Nudeln, nehmt ein bisschen weniger, als ihr eigentlich nehmen würdet. Gebt die einmal raus aus der Brühe, das ist schon fast zu viel. Und dann schlürfen. Könnt ihr die auch gut schlürfen. Dann ist es auch nicht so ein lautes Schlürfen und ein weniger spritzendes Schlürfen. Und Schlürfen in Japan, das ist gar kein Problem, das machen hier fast alle. Es ist eher so, dass durch das Schlürfen das sogar noch besser schmecken soll. Skemen. Habe ich hier vor mir stehen. Das erste Mal, dass ich das esse, habe ich es noch nie gegessen. Und an der Seite haben wir Chicken. Das Ei, die Nudeln, alles extra. Ja, ich muss die Brühe einmal so probieren. Mhm. Darf ich niemals, einfach so auf jeden Fall. Richtig. Darf niemals mit der Nudel direkt beginnen. Es ist scharf. Es ist sehr scharf. Ist aber auf jeden Fall die geschmacksintensivste Brühe, die ich je gegessen habe. Macht man die ganzen Nudeln komplett in die Nein, immer pro Portion. Okay. Dann dippen wir hin. Okay, probieren wir einfach, oder? Das ist so lecker, das kann ich sogar beschreiben. Da ist auch was Nussiges drin. Das kann ich jetzt hier offen und ehrlich sagen, das Beste haben wir hier gegessen. Zu 100%. Das ist so lecker. Muss ich die jetzt probieren, ne? Direkt Erdnüsse, ja. Das ist so lecker. Das ist so eine dumpfe Schärfe. Das hat sowas Geröstetes, sowas Nussiges. Und bei der Brühe kann ich 100% verstehen, warum die einen Stern hat. Das ist schon something special. Also sowas hast du auch noch nie gegessen vorher. Ich habe jetzt auch nicht übertrieben, oder? So komplex. Von Nuss, Schärfe, Süße, alles dabei. Ich habe dir jetzt hier Nudeln rein, kurz umgerührt. Probier mit den Nudeln jetzt. Alleine, okay, wir können uns jetzt einig sein. Dieser Rahmen ist so gut, dass du in einem Sterne-Restaurant von dort dich hierher gesetzt hast. Okay. Warum habe ich dieses Shoyu genommen? Damit ich das Bessere kriege. Wow, krank. Wirklich krank. Also, um das mal kurz in der Skala zu hauen. Ich würde wahrscheinlich 90 Minuten locker anstehen dafür. Probieren wir nochmal. Wenn ich Zeit habe an einem Sonntag. 90 Minuten bis 120 Minuten würde ich da draußen stehen. Für das hier? Ja. 100%. Der Moment ist gekommen. Irgendwann ist der Moment. Du schaust auf das Ei. Das Ei liegt in der Brühe. Und das Erste, was du eigentlich essen willst, ist das Ei. Das lacht dich irgendwie an. Aber du hältst dich so ein bisschen zurück. Du willst es nicht sofort wegziehen. Und irgendwann kommt dann der Moment, da macht es kurz Klick und dann sagst du, bam, jetzt esse ich dieses Ei. Und der ist jetzt gerade bei mir. Das ist, glaube ich, perfekt gemacht. Es ist nicht zu flüssig, aber trotzdem, guck mal, ihr seht dieses Cremige, sodass es frei auslaufen kann. Also ich glaube, so ist es genau richtig. Wow, das ist wirklich... Oh, shit, das ist so weit. Let's go. Geht. Boah. Das Chashu, der Schweinebauch, der sah so schön aus, wie er da liegt, wie so eine Schallplatte auf der Brühe. Ich mag es auch, wenn du den Schweinebauch isst und dann noch so ein oder zwei Nudeln dabei hast. Arigato, bye bye. What? Alles in allem, das Shoyu-Ramen, dem würde ich so eine 9 von 10 geben, dem Tantan eine 11 von 10. Das wäre wirklich, kommt und probiert selbst. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video aus Tokio. Peace.